fast 2 Jahre Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und während der Ukraine die Raketen ausgehen, hat Russland heute verkündet, die Produktion von Luftverteidigungsraketen zu verdoppeln. Was sagt Ihnen das? Das sagt uns allen, dass, wie Sie auch schon gesagt haben, Putin die russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und Sie haben auch richtigerweise ergänzt, was ich so noch nie gehört und noch gesagt habe, auch die ganze Gesellschaft. Ja, finde ich. Militarisiert auf Krieg. Und das hat auch Konsequenzen. Es hat dazu Konsequenzen in der Munitionsverfügbarkeit, in der militärischen Stärke, die sich entwickelt auf russischer Seite. Und dem gegenüber hat der Westen seine Hausaufgaben nicht gemacht, bei allem, was wir gemacht haben. Zum Beispiel die Europäische Union hat im März des letzten Jahres beschlossen, 1 Million Munition zu liefern. Mhm. Und jetzt haben wir Ende Januar und es sind gut 300.000 geliefert worden. 300.000, 30%. Vor einem Jahr 1 Million versprochen, 300.000 geliefert. Das hat im Bereich der Artilleriemunition dazu geführt, dass inzwischen Russland eine rund fünffache Munitionsüberlegenheit hat. 10.000 Artilleriegeschosse gehen auf ukrainischem Boden von russischen Geschützen auf die Ukraine runter. Die Ukraine kann nur noch mit 2.000 dagegenhalten. Das heißt, wir haben einen Stellungskrieg, einen Abnutzungskrieg, einen fortgehenden Vernichtungskrieg mit zunehmender militärischer Dynamik auf russischer Seite. Und der Zeitfaktor liegt günstig eher auf Putins, auf russischer Seite. Darum ist die Lage, die militärische Lage, durchaus kritisch. Deckt sich mit dem, was Sie sagen, Frau Pagung, ne? Die 2000 Schuss, die Ukrainer im Moment in der Lage sind, pro Tag sozusagen abzufeuern auf russische Stellungen, das war mal anders. Wo kommen wir daher? Von welchem Niveau? Und gleich anschließend die Frage, wenn Herr Röttgen gerade zu Recht beklagt, dass wir eine Menge Munition versprechen, aber dann nicht liefern. Woran liegt das? Also es ist in der Tat so, dass die ukrainische Armee deutlich sparen muss bei ihrem Artilleriebeschuss. Also sie müssen sich bei jedem Schuss überlegen? Sie müssen gut überlegen, ob sie es machen oder nicht. Also wir kommen von einem Niveau in der Offensive letztes Jahr von ungefähr 8.000 Schuss pro Tag. Auch das ist natürlich geringer als das, was die russische Seite macht. Aber Sie sehen, dass der Unterschied ursprünglich nicht so groß war. Mhm. Man muss das jetzt eben rationieren. Und das liegt eben vor allen Dingen auch daran, dass Russland deutlich besser in der Lage ist, zum einen die eigene Rüstungsproduktion hochzufahren. Also wir sehen teilweise wahrscheinlich bis zu einer Vervierfachung der Produktion im Artilleriebereich, während Europa gerade mal in der Lage ist, das vielleicht 20-30% hochzufahren. Und das ist natürlich der Unterschied, der sich dann am Ende in der Ukraine bemerkbar macht. Und das liegt sicherlich auf europäischer Seite an ganz unterschiedlichen Faktoren. Zum einen ist man sicher und vielleicht auch zum guten Grund nicht so bereit, die gesamte Gesellschaft, die ganze gesamte Wirtschaft so auf Krieg umzustellen. Aber das muss man ja vielleicht auch gar nicht, einfach um die Rüstungsproduktion hochzufahren. Also wir brauchen mehr europäische Initiativen, um zu schauen, dass die Bestellhöhe oder Masse nicht einfach von, ich sage mal, nationalstaatlichen Erwägungen, auch von finanziellen Erwägungen abhängt. Wir brauchen mehr Koordination. Und wir brauchen natürlich auch finanzielle Ressourcen, die politisch unterstützt werden. Ja, lass uns gleich noch mal darüber reden. Ich würde gerne, weil wir Sie heute hier haben, Frau Pagung, Sie kennen Russland ziemlich gut. Was passiert da gerade in diesem Land? Ich habe das neulich auch so ein bisschen oberflächlich nur gelesen. Rüstungsetat quasi verdoppelt. Auf wie viele Milliarden? 130, 140 Milliarden Dollar? Ja, also so ungefähr? Zum einen das. Wir müssen aber natürlich auch schauen, dass diese Zahlen vielleicht mit europäischen oder US-amerikanischen Zahlen schwer vergleichbar sind, weil natürlich die Kaufkraft in Russland eine ganz andere ist. Also das, was wir sehen, ist in Effekt eigentlich sogar noch größer. Plus wir sehen, und das ist etwas, was wir schon über viele Jahre in Russland sehen, dass bestimmte Rüstungs- oder Militärposten in anderen Haushaltsposten versteckt werden. Also dann ist die Subvention für eine Rüstungsfabrik eben nicht im Militärhaushalt drin, sondern beispielsweise in dem Haushalt für regionale Entwicklung. Also eigentlich ist die Dynamik noch viel größer. Und das ist eben das, was Russland gerade diesen Vorteil verschafft, den es in Masse einfach in der Ukraine hat.
Und wo sind diese Fabriken? Ich las von Sibirien, dass man dort irgendwie besonders viele Rüstungsbetriebe hochzieht. Und ein zweiter Punkt, auch interessant, sozusagen in der militärischen Tradition von Stalin, sich wirklich konzentriert auf das, was offensichtlich in der Ukraine an der Front funktioniert und alles andere systematisch weglässt. Also wir sehen, und auch da müssen wir natürlich sagen, dass wir sozusagen diese Rüstungsproduktion eigentlich nur indirekt nachverfolgen können, weil Russland keine Zahlen dazu veröffentlicht, sondern wir können uns anschauen, beispielsweise in welchen Regionen geht die Wirtschaftsleistung besonders hoch. Und dann sehen wir, dass dort vor allen Dingen Rüstungsbetriebe sind. Das ist beispielsweise um Moskau herum. Dort werden sehr stark Raketen produziert. Wir haben auch mehrere Fabriken rund um Jekaterinburg beispielsweise. Genau. Und das sind dann eben auch die Regionen, in denen wir ein deutliches Wirtschaftswachstum sehen. Und das ist ja ganz interessant, vor allen Dingen, weil es teilweise auch Regionen sind, die durch die Sanktionen, durch die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt eigentlich verloren haben. Das heißt, die Rüstungsproduktion ist nicht nur für den Zuwachs zuständig, sondern auch verantwortlich für das Ausgleichen eigentlich von Wegfallen von anderen Industrieproduktionen, beispielsweise im Automobilsektor, der in Russland ja sehr gelitten hat. Und die Frage der Rekrutierung, die Frage, wie viele Männer kannst du immer weiter mobilisieren? Ich hatte letzten November die Gelegenheit, russische Kriegsgefangene zu sprechen. Und ich war überrascht davon, wie viele von denen aus Gefängnissen tatsächlich kommen. Sehr viele aus abgelegenen Regionen, Burazien und so weiter. Das heißt, weitestgehend menschenleere Regionen oder leben nicht viele Menschen. Das heißt, da kann auch keine große Bewegung entstehen gegen die fernen Eliten irgendwo in Moskau oder in St. Petersburg. Das ist sozusagen psychologisch clever gemacht. Mhm. Der dritte Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, es gibt so eine Ökonomie des Todes in Russland. Es lohnt sich zu sterben. Also wir sehen in der Tat, dass, und auch das ist wieder etwas, was wir indirekt nachverfolgen müssen, aber dass wir vor allen Dingen Soldaten sehen aus entlegenen Regionen, aus Gefängnissen, aus sozial schwachen Bereichen. Das ist natürlich auch eine absichtsvolle Strategie, weil die Moskauer Regierung bei der ersten Mobilisierung gesehen hat, wie unbeliebt das ist und da eben sehr vorsichtig sein muss. Und das heißt eben, wenn man es ganz zynisch formuliert und zusammenrechnet, wie viel höher der Sold als der Durchschnittslohn in Russland ist, also Durchschnittslohn liegt ungefähr bei 700, 800 Euro, der Sold für jeden Monat an der Front liegt bei über 2000. Also da sehen Sie den Unterschied. Plus Sie bekommen Zahlungen, wenn Sie verwundet werden. Sie bekommen natürlich Zahlungen für die Familie, wenn Sie gefallen werden. Die Familien bekommen danach auch Zahlungen. Ja. Man könnte eben zynisch sagen, gerade für ärmere Familien lohnt sich ein Soldat, der am Ende stirbt, mehr, als wenn die Person leben würde. Zurück nach Deutschland, Herr Röttgen. Warum ist im Auswärtigen Ausschuss die Diskussion über Taurus gestrichen worden? Wir setzen die Diskussion seit vielen Sitzungswochen, das sind seit Monaten auf die Tagesordnung. Die Koalition ist gespalten darin, also Taurus zu liefern, weil es eine wesentliche Stärkung und ein wesentlicher deutscher Beitrag wäre, diesen hochwirksamen Marschflugkörper 500 Kilometer Reichweite zu liefern. Wir haben einen Antrag gestellt und die Koalition setzt ihn jedes Mal ab. Gerade heute Morgen wieder abgesetzt. Die FDP ist dafür, die Grünen sind dafür. Es gibt also eine Mehrheit dafür im Deutschen Bundestag. Sie sagen, es ist eine Mischung aus Unwilligkeit bei der SPD, beim Kanzler und mangelndem Rückgrat bei Grünen und FDP. Genau, das habe ich im Deutschen Bundestag genauso gesagt. Also der Kern ist, dass der Bundeskanzler das nicht will. Warum? Und auch die Mehrheit der SPD will es nicht. Warum will er das nicht? Da fängt es an, der Bundeskanzler spricht ja nicht mit uns. Also mit der Bevölkerung, auch nicht mit dem Bundestag. Er begründet das nicht, er sagt es nicht mal. Es gibt seit Monaten Ausreden und darum können wir nur spekulieren. Meine These ist, er will es nicht, weil es so wirksam ist. Der Bundeskanzler hat ja bei jedem Waffensystem, es fing an mit Schützenpanzern, da hat er damals noch beim Spiegel, in einem Interview die Lieferung von Schützenpanzern mit dem nuklearen Eskalationsrisiko problematisiert. Das heißt, er hat sich das Angstnarrativ, das nukleare Angstnarrativ Putins selber als deutscher Bundeskanzler zu eigen gemacht. Ist aber lange her, muss man sagen. Aber es fing bei einem Schützenpanzer an. Dann ging es bei den Haubitzen weiter. Sie werden sich an die leidige, lähmende Diskussion um den Leopard 2, um die Panzer erinnern.
Und die eigentlich so, das braucht die Ukraine, wenn sie sich verteidigen können soll. Sie kriegt es zu wenig. Und der Marschflugkörper Taurus, der deutsche, fliegt weiter als die anderen, britischen, französischen. Als Skalp und genau, fliegt weiter. Also er würde es den Ukrainern eben erlauben, nicht so nah an die Frontlinie heranzurücken, um russische Waffen und Munition zu zerstören, bevor sie Zivilisten in der Ukraine tötet und zerstört. Und nach meiner Interpretation hat der Bundeskanzler eine andere Russlandpolitik. Es geht bei ihm um Russlandpolitik. Und er hat eine andere Idee der zukünftigen Rolle Russlands in Europa, als die Mehrheit des Deutschen Bundestages sie hat. Mhm. Ich glaube, dass der Bundeskanzler auch mit der Mehrheit der SPD immer noch der Auffassung ist, dass bei allem, was geschehen ist, Russland für die Sicherheit Europas wichtiger war, ist und bleibt als all die Staaten zwischen Deutschland und Russland. Und darum will er nie und will bei dieser wirksamsten Waffe unbedingt nicht, dass sie geliefert wird, weil das wiederum dann das Tischtuch auch von ihm und Deutschland zu Russland zerschneiden würde. Und das will er im Hinblick auf zukünftige Vorstellungen vermeiden. Er sagt ja auch nicht, die Ukraine soll gewinnen. Er sagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Russland darf nicht gewinnen. Er ist im Grunde, seine politische Formel ist im Grunde, drückt sich jetzt in dem militärischen Pakt, das wir haben, aus. Und ich glaube, seine Vorstellung ist die des Pakt. Und dann kommen irgendwann Verhandlungen, die das Problem lösen. Das ist meine Interpretation. Aber es ist eigentlich ein Skandal, dass wir hier sitzen und rätseln, was ist eigentlich der Gedanke und die Politik des Kanzlers. Wobei ich tatsächlich glaube, es gibt vielschichtigere Gründe als diesen, den Sie nennen. Der spielt sicher auch eine Rolle. Aber es gibt ja auch handfeste operative Gründe, juristische Gründe, die offensichtlich im Kanzleramt diskutiert werden, anderswo auch. Sie sagen Ministerium. Nein, sagen Sie den juristischen Grund. Beispielsweise ist ja umstritten, ob man für Taurus ein Bundestagsmandat bräuchte, weil man Soldaten in die Ukraine schicken müsste, um Daten zu programmieren und so weiter. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Lesarten diesbezüglich, aber das ist offenkundig ein Grund. Ich referiere nur sozusagen die möglichen Gründe. Also natürlich können wir nach dem anderen abräumen. Vielleicht antworten Sie kurz, Herr Röttgen, und dann der Dann machen Sie weiter, Herr Medik, wenn das okay ist. Also erstmal, es wird seit Monaten werden unterschiedliche, dann inzwischen fallen gelassene, zum Teil widersprüchliche Begründungen genannt, die schon deshalb Ausreden sind. Aber das zählte zu den Ausreden, die mal eine Weile genannt wurden. Seit 2 Monaten wird das nicht mehr genannt, weil inzwischen klar ist, die Aussage, dass man für die Lieferung dieses Marschflugkörpers ein Bundeswehrmandat bräuchte, in Parenthese, der Bundestag würde es sofort geben. Der Bundestag würde es sofort geben. Also da bin ich ist inzwischen geklärt, dass das nicht der Fall ist. Ist juristisch also unhaltbar. Müssen keine deutschen Soldaten dahin schicken, um das zu programmieren. Und das ist auch die rote Linie, die die Union auch ganz sicher halten will. Großbritannien aber schickt natürlich, ne, beim vergleichbaren Waffensystem. Wir nicht Kriegspartei werden. Okay. Und es kommt zu keinem Einsatz. Und nebenbei, nochmal, es gibt eine Mehrheit des Deutschen Bundestags. CDU, CSU, FDP und Grüne sind dafür. Der Deutsche Bundestag ist dafür. Der Kanzler will es nicht und sucht die ganze Zeit Ausreden. Und juristische Argumente eignen sich immer prima, um Nebel zu bilden und die Sache zu verunsichern. Ich glaube, es gibt zwei andere Gründe noch. Ja. Der eine ist sozusagen, liegt in Scholz selbst begründet. Das ist so eine gewisse Form der Bockigkeit, ja, die man ja immer wieder auch bei ihm feststellen kann. Bockigkeit, ist das jetzt die Kategorie bei dem Thema? Also sozusagen in seiner gesamten politischen Laufbahn, würde ich sagen, auch in der Außenpolitik, in der Ukraine-Politik, ist das immer wieder sichtbar, dass er sagt, je mehr ich gedrängt werde, desto weniger tue ich es. Ja? Das kann man jetzt kindisch finden, pubertär, gehört aber absolut zu Olaf Scholz. Aber würden die nicht die Qualität eines Argumentes beimessen? Ich versuche nur sozusagen zu ergründen, warum sozusagen er Schwierigkeiten hat mit dieser. Genau. Dann gibt es aber, glaube ich, ein größeres Argument, was gerade im Entstehen ist. Und das ist, dass er natürlich die Taurus-Lieferung als Hebel sieht, um europäische Partner unter Druck zu setzen, mehr zu tun. Und ich muss sagen, da kann ich ihn ein Stück weit nachvollziehen. Das ist der Motto, wir machen das, wenn ihr auch. Nee, eher nach dem Motto, wir machen so viel, ihr kündigt immer an, ihr fordert immer, aber ihr macht nichts. Und es gibt da schon ein gewisses Missverhältnis in Europa. Wenn man sich das mal quantitativ anguckt, wir sind
das wichtigste und größte Geberland und Helferland für die Ukraine, bei Weitem in Europa, ja, mit großem Abstand zu Platz 2. Und ich finde, angesichts der, des bröckelnden Rückhalts in Europa, in den USA, angesichts des Stillstands an der Front in der Ukraine, finde ich es plausibel, aus Sicht des Kanzlers zu sagen, Leute, wir müssen uns hier schon gemeinsam anstrengen. Das kann nicht nur an uns hängen. Ja? Und ich glaube, dass das ein Argument ist, was gerade eher kultiviert. Okay. Ich will, also. Eine Sache, was irgendwie wichtig ist. Also ich halte Olaf Scholz, kann man vieles nachsagen, in Sachen Kommunikation und so, aber für einen absoluten Profi. Mhm. Und jemand, der wirklich versucht, seinen Job so gut wie möglich zu machen. Ich kann dem Argument, sagen, dem psychologisierenden Argument, das ist irgendwie so eine Art von Sturheit und Bockigkeit, bei dem Thema halte ich für komplett ausgeschlossen. Nee, das war ja aber bei den unterschiedlichsten Waffensystemen, was ja immer wieder der Fall. Ja, aber angesichts der Lage gerade, das versteht jeder, kann man, ich weiß nicht, also das halte ich für eine Kategorie. Es wäre aber in der Sache, das Letzte, was Sie sagen, ist ja völlig absurd zu sagen. Also erstens liefern alle Europäer zu wenig. Man kann sagen, die anderen liefern noch mehr zu wenig als wir. Mhm. Aber die Lage haben wir ja am Anfang geschildert. Mhm. Die Ukraine hat kein Material mehr. Und allein Deutschland hat die doppelte Wirtschaftskraft als Russland. Die Europäer zusammen ein Vielfaches. So, und wir können nicht das, was die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind, erbringen. Also das heißt, es liegt nur am Willen. Und wir, jetzt haben wir für 4 Milliarden Waffen geliefert im letzten Jahr. 4 Milliarden, das ist einerseits eine große Zahl. Nicht? Das 49-Euro-Ticket kostet 3 Milliarden für die öffentliche Hand. So, das ist ungefähr die Dimension. Aber es geht nicht um 4 Milliarden, 3 oder 7 Milliarden. Es geht darum, dass der Krieg besiegt wird, dass der Krieg aus Europa vertrieben wird. Und da kann ich doch nicht sagen, ich liefere etwas ganz Wichtiges nicht und nehme die Ukraine und ihre mangelnde Verteidigungsfähigkeit und ihr Ausbluten und ihr Sterben als Geisel, um vielleicht Herrn Macron zu motivieren, dass er mehr tut. Das wäre doch völlig absurd, okay, wenn er so vorgehen würde. So haben Sie es ja geschildert. Herr Röttgen, ich habe auch gar keine Lust, sozusagen den Olaf-Scholz-Verteidiger hier zu spielen. Sie tun das aber. Aber ja, ich versuche ja zu ergründen, was die, sozusagen, was die Gründe sein könnten. Aber Sie würden doch auch nicht behaupten, dass sozusagen sich jetzt die Lage an der Front durch dieses eine Waffensystem verändert, oder? Es ist ja da, es ist schon vor Ort. Das Argument, wir haben es schon. Nein, es ist nicht vor, es ist eben nicht da. Nein, es ist schon da. Nein, es ist nicht, also Taurus, das aber es ist ein vergleichbares. Nein, es ist nicht vergleichbar. Nee. Es ist ein können wir das einmal kurz erklären? Also Sie deuten damit an Scalp und Storm Shadow, genau. Die beiden Marschflugkörper von Briten und Franzosen, die baugleich sind. Die es machen übrigens, genau. Nur darum zur Erpressung. Sind aber anders als Taurus, weil Taurus ist bunkerbrechend. Ja. Taurus kann mehr. Warum könnte das strategisch so wichtig sein? Also es sind zwei Elemente, die der Ukraine gefehlt haben bei ihrer Offensive auf eigenem Territorium. Und mit diesen zwei fehlenden Elementen würde keine westliche Regierung die eigene Armee jemals in eine Offensive schicken. Nämlich eine reine Bodenoffensive ohne Luftunterstützung und ohne Reichweiten der Raketen oder Marschflugkörper, um Logistik zu zerstören. Ohne diese beiden Elemente war die Ukraine den Angriffen aus der Luft und der Gegenwehr der Russen ausgeliefert, die sich einbarrikadiert hatten mit Panzersperren, mit Minenfeldern und so weiter. So, das war, und darum ist es eine Komponente, die strategische Bedeutung hat, dass man nicht immer nah an die Front heran muss, wo man zerstört, getroffen und getötet wird, sondern aus einer weiten Entfernung, 500 Kilometer ist dieser Marschflugkörper, mit einer enormen Durchschlagswirkung. Und beides haben die anderen, der Franzosen und der Briten, so nicht. Die haben eine geringere, etwas mehr als die Hälfte der Reichweite und sind nicht so wirksam. Mhm. Also es ist schon wichtig. Aber dieses Argument hört man doch wirklich seit jetzt fast 2 Jahren bei jedem neuen Waffensystem. Ja, das ist eine strategische Komponente, elementar wichtig, um den Krieg zu drehen, die Dynamik zu verändern. Mhm. Hören wir immer, und es passiert aber am Ende nicht. Ja, wir enden an der Front, wie wir jetzt dastehen. Ja, weil es nicht geliefert wird. Ich meine, weil es schon lange falsch ist, sozusagen die Politik wird ja nicht richtig. Die Verengung auf so ein Waffensystem ist schwierig. Ist eine absolute Verengung. Nein, es ist ein Element der Unzulänglichkeit in der Unterstützung. Wie ich habe eben gesagt, 1 Million Schuss Artilleriemunition wird nicht. Warum denn nicht?
Scholz mit vier anderen Premierministern beklagt sich heute in der Financial Times, es müssen Industriekapazitäten gebaut werden. Er ist ja kein Artikelschreiber, er ist doch Bundeskanzler. Warum hat er das nicht? Der Krieg wird fast 2 Jahre alt. Warum macht er es nicht? Warum entscheidet er nicht? Warum erweitert er nicht die Rüstungskapazitäten im konventionellen Bereich, für Munition? Ist doch alles möglich. Stellen wir gerade reine Fehlen des politischen Willens, nichts anderes. Ich finde, es gibt ja gerade wirklich wahnsinnig viele Gründe, den Kanzler zu kritisieren, und man schlägt teilweise die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man sich die Verfassung dieser Bundesregierung anguckt und die Performance. Ja, das ist, fragt man sich, was in dieser Kanzlerschaft eigentlich los ist. Aber ausgerechnet das Feld der Ukraine-Politik, würde ich sagen, ist eher eine Stärke von ihm. Ja, warum? Ja, aber das Ergebnis spricht nicht für die Stärke. Die Ukraine ist in der Defensive. Sie blutet aus. Und der Krieg Putins ist auf einem jetzt leicht erfolgreichen Kurs. Aber wenn Sie behaupten, es liegt sozusagen daran, dass ein bestimmtes Waffensystem fehlt, dann ist mir das eine etwas zu verkürzte Argumentation. Ist ja nicht meine These. Das gehört dazu. Und die Mängel und die Unzulänglichkeit ist in der Breite vorhanden. Mhm. Es ist viel zu wenig, was wir liefern. Ich würde gerne noch mal Frau Pagung an dem Punkt fragen, damit man das mal versteht. Taurus, wir haben gerade gesagt, enorme Durchschlagskraft, über 1000 km/h schnell. Es kann sozusagen reagieren auf die Frage, was ist das für ein Ziel, das ich gerade treffe. Ja. Also entsprechend verändert sich auch die Sprengkraft. Geht immer wieder, ich weiß nicht, ob wir eine Karte zeigen können, um den Zugang zur Krim, die sogenannte Kertschbrücke, über die ein großer Teil der Logistik, der russischen Logistik läuft. Das mit Taurus könnte man diese Brücke so zerstören, dass die russische Logistik empfindlich getroffen werden würde. Erster Teil der Frage. Und zweiter Teil, habe dieser Tage von jemandem erfahren, der sagte, es ist sogar noch sehr viel bitterer. Die Russen nutzen jetzt diese fehlende Angriffskraft in Sachen Kertschbrücke, um weitere Logistikstränge zu bauen, Eisenbahnlinien neu zu verlegen, damit man noch besser, russische Armee ist eine Eisenbahnarmee, traditionell immer gewesen, noch besser seine Waffen da reinbringen kann. Was können Sie uns darüber sagen? Also vielleicht grundsätzlich noch mal festzustellen, warum diese Fähigkeit, egal ob es jetzt die bisschen stärkere Fähigkeit des Taurus ist oder die bisschen schwächere Fähigkeit beispielsweise des britischen Storm Shadows ist, ist in der Tat so, dass es genauso wie Schützen oder Kampfpanzer nicht die eine Waffe ist, die den ganzen Krieg verändern wird. Da sind uns, glaube ich, auch alle einig. Ne? Genau. Aber die Frage ist, welche Rolle kann sie vor allen Dingen jetzt für das kommende Jahr in der Ukraine spielen? Also wir haben gesehen, dass die Offensive gescheitert ist. Die ukrainischen Truppen haben ein Materialproblem, sie haben aber auch ein Personalproblem. So. Nicht nur, weil sie sozusagen mehr Menschen mobilisieren müssen, was immer schwerer wird in der Ukraine, sondern weil sie die ja brauchen, um Truppen zu rotieren. Wir haben Truppen, die dezimiert sind, die einfach müde sind, die Urlaub brauchen, um das ganz einfach zu sagen. Und das müssen sie sozusagen in diesem Jahr bewältigen, gleichzeitig die Materialien heranschaffen, um möglicherweise neue Offensivkapazitäten zu haben. Und das machen sie, während die Russen versuchen, den Druck hochzuhalten, um genau das zu verhindern. Und da kann es eben eine sehr nützliche Fähigkeit sein, tief und quasi in die russischen Logistiklinien hineinzuwirken. Das ist vor allem die Kertschbrücke, aber das ist sie natürlich nicht nur, sondern auch ganz unterschiedliche Versorgungs- und Logistiklinien an Land, also eben nicht über diese Brücke, und die können sie damit treffen. Es ist natürlich aber auch so, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich glaube, Deutschland verfügt ungefähr über 200 Taurus, davon sind vielleicht die Hälfte einsatzbereit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wäre nämlich die nächste interessante Frage. Also da kann ich mich auch... Wie ist es denn, Herr Röttgen, wissen wir das? Wie viele haben wir von denen? Also wir haben ein paar hundert. Und 600 kann das sein? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie geheim diese Zahlen sind, aber Sie dürfen das ja sagen. Okay, ich habe das gehört, erfahren. Also wir könnten gewöhnlich gut informierten Kreisen, sagen wir mal. Das ist erfreulich, dass es die gibt. wir könnten eine signifikante Zahl liefern. Und der 200? 100 sicher mal, 100, 150 sicher mal. Und das wäre schon was. Und der Geschäftsführer dieser Firma hat gesagt, wir sind nebenbei bemerkt, sagte er, in der Lage zu produzieren. Wir würden nur gern wissen, ob ihr sie wollt, aber wir können produzieren. Und es dauert nicht so lange. Das ist in Monaten geschehen. Jetzt habe ich an dem Punkt eine Frage, Herr Röttgen. Ich meine, Sie sagen jetzt, der Kanzler will das nicht, die SPD will das nicht. Ihre eigenen Leute wollen das zum Teil auch nicht. Den Taurus? Ja. Das ist jedenfalls mal in der Bundestagsfraktion ein einstimmiger Beschluss. In der Bundestagsfraktion? Ja, in der Bundestagsfraktion. Mhm. Gut. Wie ist das in der sächsischen Fraktion?
Das weiß ich nicht, wie es in der sächsischen Fraktion ist. Doch, das wissen Sie ganz genau. Das sind ja gut informierte Quellen. Aber jedenfalls, jedenfalls ist das eine Bundespolitik. Diese gut informierten Kreise sagen mir, dass jemand wie Michael Kretschmer zum Beispiel, der sächsische Ministerpräsident. Der sächsische Ministerpräsident, ja. Genau, ist ja nicht irgendwer. Der ist nicht irgendwer. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist richtig. Der hat auch eine andere, grundsätzlich andere Position in dieser Frage, kann man, glaube ich, so sagen. Aber es ist eine bundespolitische Entscheidung. Und die Bundestagsfraktion, die darüber zu entscheiden hätte, und diesen Antrag gestellt hat, hat es einstimmig beschlossen. Darf ich mal ganz kurz sagen, ich bin ganz klar gegen die Lieferung von Marschflugkörpern, sagt Michael Kretschmer. Ja. Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten? Und daraufhin Roderich Kiesewetter, den Sie auch bestens kennen, Ihr verteidigungspolitischer Experte, echt hart reagiert. Ich weiß gar nicht, ob wir den Tweet da haben, auf X, vormals Twitter. Warum nimmst du Kretschmer hin, dass, Achtung, Infineon-Chips aus Sachsen in russischen Raketen ukrainische Kinder töten und Familien zerstören? Warum hast du eine doppelte Moral? 3 Ausrufezeichen. Ich bin enttäuscht wie entsetzt. Und er spielt an auf einer Recherche, ich glaube, der Kollegen von der Sonntags-FAZ, also der FAS, die nachgewiesen haben, dass sich Chips offensichtlich von Infineon in Dresden hergestellt in russischen Raketen wiederfinden, um diese an sich eigentlich dummen Raketen dann smart und schlau zu machen. So, wie gehen wir damit um? Also das sind ja 2 Punkte. Erstmal zum Taus bin ich der Auffassung von Roderich Kiesewetter. Aber wie gehen Sie mit dieser... Und das andere ist noch nicht... Thematik in der eigenen Partei. Naja, indem wir klare... Also wir können, die Bundestagsfraktion kann nicht mehr als klar Position beziehen. Ich glaube und bin auch ganz sicher, das ist die Position der CDU und der CSU als Parteien. Dass Michael Kretschmer... dort eine grundsätzlich, kann man sagen, andere Position vertritt, auch was das Verhältnis zu Russland anbelangt, ist bekannt, wird von Roderich Kiesewetter, von mir, von anderen kritisiert, aber er bleibt harsch, bei seiner harsch kritisiert, ja, weil es auch eine falsche, also wirklich auch eine Falschbehauptung war, die er aufgestellt hat, denn einer der Punkte, die ja auch sozusagen mal kritisiert oder kritisch angemerkt wurden, ist, dass es sozusagen der deutschen Programmierung dieses Marschflugkörpers bedarf. Und schon damit ist ausgeschlossen, dass das oder ist sichergestellt, dass es nur auf ukrainischem Territorium eingesetzt wird. Und zweitens sichert die Ukraine das auch zu, auch bei anderen Waffen. Haben Sie bis jetzt ja auch gemacht? Immer dran gehalten. Ja. Also das ist ein Misstrauen und auch eine tatsächliche Falschbehauptung, die nicht okay ist. Was die Chips anbelangt, das ist auch ein Punkt, den wir als Union kritisieren. Dass wir nämlich in unserem Sanktionsregime gegenüber Russland viel zu viele Lücken lassen. So. Die Sanktionen sind gewissermaßen wie ein Zaun. Und dieser Zaun hat erstens Löcher und zweitens gibt es ihn in manchen Bereichen gar nicht. Und das sind sogenannte Dual-Use-Güter. Genau. Also Chips, kann die im Kühlschrank wichtig sein, so ist es, kann genau. auch eine Rakete Aber schlau jeder machen. Weiß, wenn ich das liefere als Haushaltsgegenstand, der auch schlau ist, dann kann ich das auch da rausnehmen und in die Rakete reinpflanzen. Und meine Überzeugung oder meine Auffassung, unsere politische Auffassung ist, dass wir das sanktionieren sollten und solche Güter nicht nach Russland liefern sollten. Das ist unverantwortlich, weil sie dort töten und Kriegsbestandteil sind. Frau Packung. Ich glaube gar nicht, dass das politisch in Frage gestellt wird, was Sie gerade gesagt haben, Herr Röttgen, sondern das Problem ist ja vielmehr die Umsetzung. Also was wir sehen, egal ob es jetzt Chips sind oder auch andere Güter, ist ja nicht, dass sie direkt, häufig nicht direkt exportiert werden. Die Gefälle gibt es auch, weil die sind dann eben auch strafrechtlich relevant im Zweifelsfall, sondern dass sie über Drittländer gehen, insbesondere Kasachstan beispielsweise, Türkei. Golfstaaten spielen da eine große Rolle. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer nachzuverfolgen, weil sie verkaufen das dann nach Kasachstan und die verkaufen das dann weiter. Und dann müssten sie, um das sinnvoll zu unterbinden, eben diese Firmen oder diese Personen in diesen Drittstaaten sanktionieren, was enorm aufwendig ist. Und da die Sanktionspolitik vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene liegt, haben wir dafür eigentlich gar nicht auf europäischer Ebene die Ressourcen dafür. Und es ist natürlich auch die Frage, wenn Sie dann anfangen, Drittstaaten zu sanktionieren, was macht das mit der politischen Unterstützung für die Ukraine in diesen Staaten? Ja, aber die ist in diesen Staaten ohnehin. Also erstmal Dual-Use-Güter, die haben wir nicht in ausreichendem Maße sanktioniert als Europäische Union. Und das andere sind diese bekannten Drittstaaten, wo auf einmal die Exporte bestimmter Produkte, deren Export wir nach Russland verbieten.
dann auf einmal in 1000% mehr in diese Länder geliefert werden. Und jedermann weiß, dass es eine bewusste und eindeutige Umgehung Klar. unserer eigenen Sanktionsvorschriften ist. Also müssen sie jetzt auch eingehalten und umgesetzt werden. Und einen solch offenkundigen Missbrauch dieser Möglichkeit, in Ja. bestimmte Länder zu liefern, müssen dann unterbunden werden. Wenn ich das als eine These mal zusammenfassen darf, es muss uns einfach mal klar werden, was hier auf dem Spiel steht. Das ist nicht irgendeine wirtschaftsrechtliche Regelung, ob Dual Use oder was auch immer. Es geht hier um Krieg. Und wenn dieser Krieg sich lohnt, wenn er sich durchsetzt, dann wird der Krieg in Europa bleiben. Mit allen Konsequenzen. Er wird sich ausdehnen. Er wird näher uns herankommen. Krieg ist der absolute Ernstfall der Politik. Und wir müssen ihn als solchen wirklich begreifen. Und wir tun es in der Fläche nicht. Ich glaube, dass wir ein Stück weit an der, muss ich jetzt mal sagen, an der Psyche dieses, also unseres Landes auch vorbei diskutieren. Aber ist es an der Realität vorbei? Damit fängt es ja mal an mit der Realität. Interessanter Punkt. Kannst du uns mal einen Punkt machen? Ich glaube, dass wir da schon auch an einem Kipppunkt stehen. Ja? Dass viele Deutsche interessiert, wie kommen wir eigentlich aus diesem Krieg raus? Und wie endet das Ganze? Ja? Und ich finde zumindest, diese Frage hat eine Berechtigung. Und die wird, die wird absolut zu wenig diskutiert. Und ich glaube, dass wir das sehen, ja, immer wieder in regelmäßigen Umfragen, zuletzt im Deutschlandtrend. Über 50% der Deutschen finden, dass wir diplomatisch zu wenig machen. Ich teile das nicht, aber ich referiere sozusagen diese Umfrage. Wir sehen die gesellschaftliche Stimmung in Ostdeutschland. Mhm. Die ist da teilweise noch viel deutlicher und viel krasser. Die Distanz zum Krieg ist viel größer. Und deswegen kann ich Herrn Kretschmers Position, jenseits der Infineon-Frage, der auch da bin sagt, ich absolut wir brauchen echt den Versuch einer diplomatischen Übung. Finde ich also eine Berechtigung sozusagen in der Debatte. Wenn ich die ZDF-Umfrage zitieren darf hier, 51% der Befragten, ein paar Wochen her, 51% der Befragten sagen, wir sollten mehr liefern. 30% sagen da, ist gerade richtig, 20% falsch. Also es ist nicht so, dass die Bevölkerung nicht kapiert, wie der Ernst der Lage ist. Also, die Politik und auch zur Psyche. Die Psyche der Bevölkerung hat sich stark geändert. Die Psyche der Politik wenig. Ich nehme wahr, dass sich gerade reihenweise politische Parteien neu gründen, die alle dieses Gefühl abholen. Und das kann doch nicht unser Interesse sein, dass dieses Gefühl nach sozusagen, wie geht es eigentlich da weiter, wie geht das aus, wann kommt der Frieden, von Extremisten abgeholt wird. Das kann nicht sein. Ja? Das da finde ich muss Punkt, in der Debatte der etablierten Parteien stattfinden. Gerne einmal Michael Kretschmer zitieren, der sagt, es kann sein, dass die Ukraine bei einem Waffenstillstand erst einmal hinnehmen muss, die Formulierung ist irgendwie spektakulär, dass gewisse Territorien für die Ukraine vorübergehend nicht erreichbar sind. Was meint er damit? Ich glaube, da treffen wir aber auch ein bisschen innenpolitische Bedürfnisse auf außenpolitische Realitäten. Also ich würde sagen, Sie haben ja im Grunde genommen beide recht. Aber das Problem aus meiner Sicht ist, dass wir über sehr unterschiedliche Sachen diskutieren. Mhm. Wir haben zum einen eine Realität im Krieg gegen die Ukraine, die Verhandlungen nach wie vor aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt als nicht realistisch erscheinen lassen, zumindest keine ernsthaften Verhandlungen. Weil, wir haben es vorhin angesprochen, es diese gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Mobilisierung und Radikalisierung in Russland gibt und eigentlich keine Bereitschaft für einen echten Kompromiss. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, Der darüber hinausgeht, okay, wir machen jetzt mal kurz eine Pause, damit wir in einem halben Jahr noch stärker angreifen können. Und das, worüber viele Menschen in Deutschland nachdenken, und ich glaube, das ist ein Problem, was uns verstärkt begleiten wird, ist ja die Verbindung zur Innenpolitik. Also nicht nur, welche Projektionsfläche hat Außenpolitik. Herr Medig-Recht, also, wenn er das anspricht. Ja. Reden wir eigentlich über vielleicht die Unzufriedenheit der Menschen, gerade auch in Ostdeutschland, mit dem System, was wir in Deutschland haben? Ist es vielleicht das, was Sie ausdrücken wollen? Oder ist es eben auch die Angst, wir sehen das jetzt ja mit einem verstärkten Verteilungskampf einfach aufgrund der schrumpfenden Wirtschaft, der Budgetkrise. Man fragt sich, okay, geben wir das Geld jetzt aus für Digitalisierung, für den Krieg, für Bildung, für, Sie könnten die Liste verlängern. Mhm. Und da kommen wir natürlich in Konflikte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Außenpolitik vor allen Dingen besser erklärt werden muss und auch das Verständnis der Menschen dafür, wie Außenpolitik funktioniert, verbessert werden muss. Mhm. Also nicht, ich fliege jetzt mal nach Moskau und dann so Trump-mäßig handle ich da was aus und dann wird das Ding schon laufen, dass das halt einfach so in der Form nicht möglich ist. Mhm.
wir reden die ganze Zeit über diesen Krieg. Vielleicht hilft es, weil Bilder eine andere Kraft haben gelegentlich. Vielleicht können die Kollegen aus der Regie mal letzte aktuelle Bilder aus Kharkiv mal zuspielen, um einfach mal klarzumachen, was dort in der Ukraine gerade Tag für Tag passiert. Das ist aktuell sozusagen Lebenswirklichkeit in Kharkiv. Eine Stadt, die im vergangenen Herbst noch, als wir dort unterwegs waren für Dreharbeiten, als relativ sicher galt. Sie sagten, pass auf, wenn ihr nach Kharkiv fährt, da ist die Situation einigermaßen unter Kontrolle. Wenige Wochen und Monate später sieht es da so aus. Das ist die Realität dieses Krieges. Und ich glaube, auch auf einen Umstand muss man hinweisen in dem Zusammenhang, der in der deutschen Öffentlichkeit, Herr Medik, würde ich sagen, nie so richtig diskutiert wird. Also ich verstehe Vorbehalte gegen Waffen. Ich verstehe die Vorbehalte gegen die Konzentration einer solchen Masse von Waffen im Zentrum von Europa. Auch die Frage, in wessen Händen sind diese Waffen? In wessen Händen geraten sie möglicherweise irgendwann? Alles Themen. Aber die Tatsache, dass viele und in dem Fall dann Millionen Ukrainer zu einer Sache niemals bereit wären. Wenn dieser Krieg verloren geht, werden die nicht unter russischer Herrschaft leben. Weil jeder von denen Horrorgeschichten zu erzählen hat, entweder aus der eigenen oder aus anderen Familien. Von Vergewaltigungen, Folterkellern, Hinrichtungen, Grausamkeiten der übelsten Art. Jeder in der Ukraine erzählt ihnen sehr glaubhaft solche Geschichten. Das heißt, wir haben dann Millionen von Menschen im Zweifel, die vor unseren Türen stehen. Absolut. Unseren europäischen Türen. Darüber reden wir sehr, sehr wenig. Das ist nur eine der Konsequenzen, die drohen, wenn dieser Krieg verloren geht. Würden Sie dem zustimmen? Klar, ich glaube, sozusagen, ich glaube auch, dass Deutsche mit einer großen Zerrissenheit sozusagen auf diesen Krieg gucken. Ne? Also, weil viele, da haben Sie ja auch recht, Herr Röttgen, viele sagen sich natürlich, was wir auf gar keinen Fall zulassen können, ist, dass der Eindruck entsteht, der Putin kann sich einfach so einen kleinen Teil der Ukraine einverleiben, ja, dann marschiert er einfach ins nächste Land. Er ist ausgeschlossen. Gleichzeitig guckt man natürlich auf solche Bilder und denkt sich, das kann ja auch nicht auf ewig weitergehen. Ja? Also es ist schon eine wahnsinnige Emotionalisierung auch unserer Gesellschaft natürlich, die dieser Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft auslöst.